Hallo, ich begrüße Sie zur heutigen Ausgabe Kaitag am Freitag. Der Sohn von Joe Biden, Hunter Biden, bekommt richtig Probleme. Er hat versucht, ein Deal mit Gericht auszuhandeln, um von seinen Problemen, rechtlichen Problemen, irgendwo loszukommen. Das hat nicht geklappt. Der sogenannte Deal gescheitert ist und das hat der zuständige Richter so entschieden. Und es ging vor Gericht um die Fälle von Waffenrechtsvorgabe und Steuerhinterziehung. Und er hat zuerst angekündigt, er wird Deal schließen und zugeben, dass er diese Straftaten gemacht hat. Dann ist er vor Gericht rausgegangen und kam eine Erklärung, dass er plädiert für unschuldig plötzlich, was da widerspricht dessen, was er in der Öffentlichkeit gesagt hat. Warum das so passiert ist? Nämlich, er hat versucht, also seine Anwälte haben versucht, die Sachen, die auch, sage ich so, gegen ihn laufen, also zum Beispiel Pornografie, Sex mit Minderjährigen, Korruption, Bestechung und so weiter, diese Sachen in diesem Deal quasi abzuwickeln. Und das hat die entsprechende Richterin, weil das war Richterin, nicht genehmigt. Nämlich, sie hat gemerkt, was Staatsanwaltschaft und Justizministerium für Deal vorgeschlagen hat. Die haben ein ziemlich großes Paket da eingereicht mit dem, was er angeblich einverstanden ist und so weiter. Fast 200 Seiten und vielleicht dachten, dass die Richterin das nicht alles genau durchliest. Aber da drinnen stand, dass er durch die Richterin quasi befreit sein sollte von zukünftigen Verfahren zu Sachen, die jetzt schon gerade laufen bei Staatsanwaltschaft. Also das sind die Sachen, was ich erwähnt habe. Und dachten wahrscheinlich, dass die Richterin das alles nicht genau durchliest und am Ende sagt, okay, wir stimmen zu. Offiziell Sache mit Steuerhinterziehung und illegalem Waffenbesitz, aber es klappte nicht. Und die Richterin war noch so, sagen wir, frech, ja, dass sie Auflagen verhängt hat gegen Hunter Biden. Und das sind die Sachen, die ziemlich hart sind. Also er darf jetzt ab sofort keine Schusswaffe benutzen, keine kontrollierte Substanzen, wie zum Beispiel Marihuana, konsumieren oder besitzen. Er muss sich vollständigen Bundesaufsicht unterwerfen. Er darf kein Alkohol trinken und sollte eine aktive Beschäftigung suchen auch. Und muss sich regelmäßig Untersuchung auf verbotene Substanzen unterziehen und muss auf einen Drogenmissbrauchstherapie teilnehmen. Das ist eine Katastrophe für Biden-Familie, für den ganzen Wahlkampf, was da passiert. Das bedeutet, dass die Sache mit Hunter Biden nicht geschlossen ist, dass er vor Gericht stehen wird und die anderen Sachen erst kommen. Also, und wir haben über ein Jahr bis zur Präsidentschaftswahlen und das alles kommt in den nächsten Monaten. Aus dem Grund sage ich, das ist die Katastrophe für Biden. Und der andere Demokrat, wichtige Demokrat, ist auch in Fokus gerückt letzte Woche. Es geht um Obama. Warum? Es wurde berichtet, dass Obama Koch das Leben verloren hat. Er ist ertrunken. Er ist an ertrunkenen See, welche zu Anwesen von Obama gehört. Und es handelt sich um seinen Koch Taffari Campbell. Und der ist in See gefunden, ertrunken. Der angeblich nicht schwimmen kann, so war behauptet, aber da gibt es Menschen, die gefunden haben, dass der doch schwimmen kann. Das hat inzwischen gelernt. Also jedenfalls zuerst wurde erzählt in den Medien, dass Obama nicht vor Ort war, als das passierte und natürlich bestürzt ist und sein guter Freund gestorben sind und so weiter. Das waren die Ersten.
Berichte, was wir bekommen haben. Dann später kam auch Richtigstellung, dass Obama doch da vor Ort war, also nicht irgendwo weg, sondern doch vor Ort war. Und dann kam Information, dass die Obduktion gestoppt wurde von dem Mann, weil Obama sich da eingemischt hat und eingefordert hat, dass jemand anderer den obduziert, weil er wollte so unabhängige Untersuchung haben. So, das sind alle so Gerüchte. Es gibt keine richtige Information darüber, das sind nur Gerüchte darüber, was da passiert. Und weitere Information, das Anrufprotokoll der Polizei zu dem Thema irgendwie verschwunden ist. Weiter kommen Berichte, dass erste Ergebnisse der Obduktion zeigen, dass seine rechte Handfläche und sein Unterarm Verletzungen aufweisen. Das bedeutet, dass das doch nicht so ertrunken oder so ist. Ja. Und weitere Geschichte ist die Frage, wo ist Obama überhaupt? Er ist auch so verschwunden seit dem Ganzen. Man weiß nicht, wo Obama ist. Also das alles ist irgendwie so merkwürdig, was dort abläuft mit dem Tod des Kochs von Obama. Das war nicht nur Obama-Koch, der war nur Obama-Koch. Es gibt aber in diesem Zusammenhang die andere Geschichte mit anderen Koch. Da wir in der Vergangenheit, das ist aus dem Jahr 2015, auch Informationen hatten, dass Koch von Clinton und früher von Bush, der Koch, auch tot aufgefunden wurde. Also der ist auch damals gestorben, auch ertrunken, im Fluss gefunden. Also fast identisch so ist der vorherige, also nicht vorherige von Obama, sondern andere Koch, aber von Demokraten, obwohl der auch bei Bush war, auch tot. Also ziemlich komisch, dass die Köche tot sind. Warum? Ja, ich denke, in diesem Zusammenhang muss man das anders betrachten. Das ist hier so ein Bild von einem Theaterstück, heißt so Theaterstück, wo eine Schauspielerin die Kinder trägt, wie Hähnchen auf einen Spieß so aufgespießt, ja, oder so ein Fleischspieß. Ja, so sind die Kinder präsentiert. Und das sollte Theaterstück sein. Warum spreche ich darüber? Das ist schon lange her, weil das war vor 20 Jahren, hat die Zeitung Die Welt berichtet über Satanisten, die Babys ermorden und essen. Ja, Sie hören richtig. Es gibt solche Menschen, die Kinder in Ritualen töten und dann diese Kinder essen. Und wenn die Kinder gegessen sind, ich will Ihnen nicht zeigen, aber es gibt Bilder von gebratenen Kindern. Ja, also richtig gebratene, wie Hähnchen. Und sowas gibt's. Und das ist nicht nur, dass vor 20 Jahren die Zeitung Die Welt darüber berichtet, sondern das gibt es heute. Warum ist das in diesem ganzen Zusammenhang wichtig? Weil ich denke, bestimmte Leute haben von Kochen und Zubereiten von Speisen auch von Kindern keine Ahnung. Und sie brauchen gute Köche dazu. Das kann ein Spur sein. Ich will nicht sagen, dass das so ist, aber es kann ein Spur sein, warum ein Koch von Obama und ein Koch von Clinton tot sind. Wussten die zu viel? Haben Sie was vorbereitet in der Vergangenheit mehrmals und wollten vielleicht darüber reden? Das ist meine Meinung dazu, wie man diesen Tod von Koch, so von Obama, so einordnen sollte. Ja, wir haben diesen Film Sound of Freedom und der Film bricht alle Rekorde und von Mainstream-Medien komplett Schweige, sage ich so, Vorhang ist verhängt worden. Aber Donald Trump hat diesen Film angeschaut und hat sich da geäußert zu dem Thema.
und sagte, wenn er Präsident wird, wird sich dafür einsetzen, dass die Kinderhändler die Todesstrafe bekommen. Eine klare Aussage. Es scheint so, dass der Film ihm so sagen wir, aufgeregt hat und ja, neue Gedanken gebracht hat und so reagiert hat. Erstaunlicherweise, der andere Präsidentschaftskandidat, DeSantis, der Republikaner, hat sich zum Thema nicht geäußert, nicht reagiert. Gibt auch was zum Denken. Und gegen Trump laufen Ermittlungen. Jetzt ist die neue Ermittlung im Gange. Es geht um Ergänzung der Anklageschrift gegen Trump und es geht um Kameraaufnahmen, die er auf sein Anwesen hatte, also es betrifft sein Anwesen von Trump, und dass diese Aufnahmen gelöscht sind. Und das sollte eine Anklage deswegen erfolgen, weil er Aufnahmen, die er auf eigenem Grundstück für sich selbst angefertigt hat, dass diese Aufnahmen gelöscht hat. Das ist schon bizarr, kann man sagen, wenn man sowas hört, dass deswegen jemand so angeklagt sein sollte, weil er seine eigenen Aufnahmen, die er auf seinem eigenen Grundstück gemacht hat, gelöscht hat. Ja? Und natürlich, es geht in diesem ganzen Verfahren auch um Dokumente mit höchsten Geheimstufe, die er hatte auf sein Anwesen, das man gefunden hat und konfisziert hat, das angeblich er nicht haben dürfte. Gegen Biden, der auch solche geheime Dokumente auf eigenem Grundstück hatte, und er war kein Präsident, er dürfte diese Dokumente im Gegensatz zum Trump nicht haben auf eigenem Grundstück. Gegen Biden habe ich nie was gehört, dass irgendwelche Verfahren gegen ihn geführt ist wegen dieser Dokumente, aber gegen Trump doch. Und Republikaner, die geführt sind im Repräsentantenhaus durch Sprecher McCarthy, zögern, den beiden anzuklagen oder ein Verfahren, um ihn als Präsidentenamt zu entfernen, einzuleiten. Das hat jetzt McCarthy auch gemacht. Er hat auf einer Pressekonferenz jetzt angekündigt, ja, die müssen das prüfen. Jetzt ist ein Monat sowieso Sommerzeit. Also obwohl er ein paar Tage vorher schon sich so geäußert hat, angedeutet hat, dass Verfahren zur Amtsenthebung eingeführt wird, jetzt hat er einen Rückzieher gemacht. Also da sieht man schon, dass der Sprecher ja, mit den tiefen Staat irgendwie verbunden ist und das nicht ohne Grund. Ganze Reihe von Republikanern, von republikanischen Abgeordneten ihn nicht wählen wollten. Noch ein Thema, was jetzt wir in der Öffentlichkeit haben, ist die Frage, ob das Ablenkung ist von diesen anderen Themen. Das ist Thema UFO. Auch von Repräsentantenhaus gab es eine Anhörung von einem Whistleblower. Whistleblower David Grask. Er hat darüber gesprochen, unter Eid, was sich da in den Vereinigten Staaten abspielt, was Thema UFO betrifft. Und er ist einer, der diese höchste Geheimstufe hat. Er ist einer, der in diesen Programmen quasi beteiligt war und in diesen geheimen Regierungsprogrammen tätig ist. Und er hat über UFO sehr interessante Aussagen gemacht. Also erste wichtigste, dass geheime Regierungsprogramme gibt, die nicht kontrolliert sind durch Kongress. Und das ist was nicht erlaubt ist. Das ist und aus dem Grund spricht er über diese Programme. Es gab vor kurzem ein Urteil, wo ein Richter beschlossen hat, dass Programme, die nicht kontrolliert sind, also sogenannte Regierungsprogramme, private Programme, unterliegen nicht Geheimpflicht. Da kann man keinen verpflichten, Geheimpflicht zu haben für Sachen, die nicht kontrolliert sind. Und aus dem Grund spricht er darüber, weil er weiß, es gibt ein Urteil, dass ich darüber sprechen darf. Und er spricht über UFO-Technologie, die geborgen ist, er spricht über Raumschiffe, die geborgen sind, über Lebewesen, die in diesen Schiffen waren, die auch geborgen waren, über Tod.
von Menschen, von Militärs, die in diesem Zusammenhang auch gestorben sind. Und er spricht über zwei Raumschiffe, die Vereinigte Staaten besitzen und eines davon so groß wie ein Fußballfeld ist. Das alles hat er unter Eid gesagt, hat Zeugen genannt und hat auch mehrmals bestätigt, dass er mehr dazu sagen kann, Beweise vorlegen kann, aber nicht in diesen öffentlichen Anhörung, da er Geheimpflicht unterliegt, aber er verfügt über diese Informationen. Also die Sache ist wirklich sehr, sehr interessant, wenn er spricht, dass die Leichen von diesen Wesen nicht menschlich waren, also von diesen Wesen, die geborgen waren. Also ganz, ganz interessante Entwicklung, was dieses Thema auch betrifft. Aber es gibt auch Entwicklung, was wir haben, ein anderes Thema, das ist Corona-Covid-Geschichte. Man denkt schon, dass die Sache gegessen und vergessen ist, aber weit gefehlt. Stadtrat von Los Angeles hat jetzt beschlossen, dass die Menschen, die in Innenräume von öffentlichen Gebäuden kommen wollen, wie zum Beispiel Restaurants, müssen Bars, Fitnessstudio, Einkaufszentren, Unterhaltungsstätten, Körperpflegeeinrichtungen und so weiter, dass die müssen einen Impfausweis vorlegen, dass sie gegen Covid geimpft sind. Ja, und das ist jetzt beschlossen worden, das muss Bürgermeister noch unterschreiben und das Ganze veröffentlichen und so weiter. Geht man davon aus, dass das Ganze irgendwann im November in Kraft tritt, in Los Angeles. Dort regieren natürlich Demokraten. Wer kann so ein Mist noch jetzt im Jahre 2023 beschließen. Was Corona betrifft in Vereinigten Staaten, kann man aufgrund von Daten von CDC, also amerikanische Gesundheitsbehörde, keine Verschwörungsseite, aufgrund von diesen Daten kann man Anstieg der sogenannten Nebenwirkungen anschauen und unter anderem Anstieg der Krebserkrankungen und der Anstieg ist 338-fache Anstieg von Krebserkrankungen bei Menschen, die geimpft waren. Das ist eine wirklich Katastrophe. Und ähnliche Daten kommen aus Kanada und Vereinigten Königreich. Ähnliche Situation bei Menschen, die geimpft waren. Jetzt zeigt sich der wahre Ausmaß von diesen Giftimpfungen, von diesen Giftflöre, weil das kann man nicht Impfung nennen, das ist Flöre, da kann man anderes nicht nennen, überall in der Welt. Auch bei uns in der Bundesrepublik Deutschland gibt es Daten, es gab Anfrage von AfD an Gesundheitsministerium in Niedersachsen und es ging um Impfschäden, offizielle Impfschäden, die da sind. Und da hat man bekommen, dass das 9300 ist, das sind 1,8% der Kinder in Niedersachsen. Also das extrem viel. Und da sind Anerkannte, das sind 9300 Anerkannte. Sie wissen, wie schwer ist, in diesem System Impfschäden anerkannt zu bekommen. Das bedeutet, wenn man das umrechnet, ungefähr ein Zehntel der Kinder in der Bundesrepublik Deutschland lebt in Niedersachsen, dass ungefähr 100.000 Kinder in ganz Deutschland Impfschäden haben aufgrund von Impfung. Anerkannte. Die Dunkelziffer natürlich ist ganz andere, was nicht anerkannt ist. Und wir wissen, das sind viel, vielfach höher als das, was offiziell angegeben ist. Das war immer so bei allen Sachen, die zuerst nicht anerkannt waren. Und das ist verheerend, was durch diese Impfung verursacht wurde, weltweit. Es kommt die Werbung zu Naturkraft Express. Hätte ich Impfnebenprobleme gehabt, weil ich kann das jemandem nicht empfehlen, also machen Sie das nicht, dann hätte ich CDL, Chlordioxid, eingenommen. Aber ich empfehle Ihnen nicht, weil das geht nicht. Chlordioxid kann man nur zur Wasserreinigung hier vertreiben. Das macht natürlich Naturkraft Express nur zu diesem Zweck. Ich sage, ich bin so bekloppt. Und, natürlich, ich rate Ihnen nur Naturkraft Express Produkte nur so, wie bestimmt sind zu benutzen, also nur zur Wasserreinigung. Ich hätte da anders benutzt. Und ich habe
Chlordioxid zum Beispiel genommen, um mir dieses Spike-Protein zu bekämpfen, was da damit verbunden ist mit Impfung. Aber Gott sei Dank, bin ich nicht geimpft, muss ich das nicht tun. Und es läuft noch Aktion für Chlordioxid, natürlich zur Wasserreinigung Aktion. Das sind zwei Flaschen, kaufen Sie, ganz normale, bekommen Sie dritte dazu. Und diese dritte, das ist diese lange haltbare Flasche. Normalerweise, wenn Sie das alles kaufen wollten, kostet 71,35. Es ist im Paket reduziert auf 43,90. Und das Angebot gilt noch nur eine eine Woche ist das nicht, weil das ist bis 1.8., das sind drei Tage. Dann wird das Angebot nicht mehr geben. Aber auch mit diesen Sachen, mit Corona zum Beispiel verbunden, ist Meerrettich. Meerrettich beinhaltet ein Enzym, Meerrettichperoxidase. Und es gibt Studien, auf der Seite von Naturkraft Express kann man Studien sehen, dass Meerrettichperoxidase Graphenoxid, ich habe letzte Woche darüber gesprochen, dass das keine Verschwörungstheorie ist, sondern jetzt nachgewiesen, dass in diesen Impfungen drin ist, dass dieser Graphenoxid dadurch zerstört wird, durch diesen Enzym, welches in Meerrettichperoxidase drin ist. Und hier ist bei Naturkraft Express Meerrettich mit Kapuzinenkresse zusammen in ein Bündel angeboten, weil die beide zusammenwirken und sehr gut agieren. Und aus dem Grund ist das zusammen und kostet dann auch günstiger 44,80. Normalerweise jetzt ist reduziert auf 35. Und noch Angebot, das ist Astaxanthin und Lutein. Beide sind auch sehr wichtig für die Augen. Auch in Angebot im Paket statt 47,80 auf 39,20. Beide Angebote, also auch Meerrettich mit Kapuzinerkresse, auch Astaxanthin mit Lutein, das sind sehr große Packungen. Jeweils 180 Kapseln pro Packung. Das sind sehr große Packungen. Also nutzen Sie bitte die Gelegenheit, greifen Sie zu naturkraft-express.de. Und meine Seminare. Ich fahre jetzt im August am 12., das ist Samstag, nach Schleswig. Und da halte ich mein Seminar ab. Und dann am nächsten Tag, am 13.8., am Sonntag, bin ich in Walsrode. Und zwei Wochen später, am 26.8., das ist Samstag, bin ich in der Schweiz, in St. Gallen, in Ort Krisern. Und am 27. Sonntag bin ich in Rheinfelden, auch in der Schweiz, in Baden. Da werde ich auch mein Seminar abhalten. Das sind wie immer drei Themen, Bild und Farbsymbol in Medien, die Geschichte des Geldsystems, vergessen und verdrängte Heimat und Methoden ab 11 bis 19 Uhr. Mein Seminar ist wie immer kostenlos. Anmeldung und weitere Info, kaitag-kongress@vip.de. Der chinesische Außenminister Xin Gen ist verschwunden. Also verschwunden in diesem Sinne, dass zuerst ist verschwunden, seit einem Monat hat man von ihm nichts mehr gehört. Und jetzt kommt Information von chinesischen Führung, dass er abgesetzt wurde. Als Grund gibt man gesundheitliche Probleme. Das war immer im Sozialismus, hat sich nichts verändert. Wenn irgendjemand da entfernt wurde, das war immer zurücktreten aus gesundheitlichen Problemen. Was tatsächlich Xin Gen gemacht hat, was dazu führte, wissen wir nicht. Vielleicht kommt es in den nächsten Wochen. In Israel protestieren die Menschen gegen sogenannte Justizreformen. Der Premierminister Netanyahu hat die durchgesetzt durch Parlament. Und in diesen quasi dieser Reform bedeutet, dass oberste Gerichtshof in Israel durch Regierung quasi überstimmt sein darf und kann Regierung nicht rügen, kann nichts machen, da der Regierung letztendlich größte Macht hat. Und das führt natürlich in Israel zu massiven Protesten, was verständlich ist. Besonders Ärzte haben sich zusammengeschlossen und wollen sie einen Streik durchsetzen gegen diese Reform. Und im Schatten von diesen Justizreform wurde ein anderes Gesetz in Israel
jetzt auch verabschiedet. Das ist Ausweitung der Rassentrennung quasi, na, heißt das Gesetz sogar nicht. Es geht um Zulassungsausschuss, Ausweitung, dass die Möglichkeiten von sogenannten Zulassungsausschüssen, die überall in Israel gibt, die entscheiden über wichtige Vorhaben, was gebaut wird oder nicht und welche Unternehmen sich ansiedeln sollte und so weiter. Also so Art kommunale Verwaltung. Und das wurde jetzt erweitert, dass diesen Ausschüssen gehören sowieso Vertreter der jüdischen Organisationen nur. Und in der Praxis ist das so, dass sie filtern arabische, palästinensische Bewerber aus. Ja, aber die haben jetzt größere Macht bekommen, auch was Wohnungsbau und Siedlungspolitik betrifft. Also quasi Ausweitung der Rassentrennung in Israel wurde quasi im Schatten von diesem anderen Gesetz beschlossen. Und wie sieht das in Israel aus in der Praxis? Zum Beispiel habe ich hier ein Video, wie ein palästinensischer Brunnen ja, zugeschüttet wird. Ja, so macht man das. Ja, so machen die das in der einzigen Demokratie im Nahen Osten. Ja, weiterhin Niger. Aus Niger kommt Information, dass in Niger ein Putsch stattgefunden hat und jetzt Militär die Macht übernommen hat und des bisherigen Präsidenten Mohamed Bazoum entfernt haben. Natürlich Westen schäumt vor Wut, weil dieser Bazoum ein Mann des Westens war und beste Kontakte mit Westen, mit der Europäischen Union pflegte. Und wie die Zeitungen schreiben, das war große Hoffnungsschimmer für Westen und Savannah-Projekt hatte irgendwie nach vorne getrieben und so weiter. Und jetzt ist er weg. Ja, ich kann nichts mehr sagen. Ich weiß nur eins aus Erfahrung, da wo westliche freundliche Regierungen entfernt sind, dann ist in der Regel deutlich besser für die Bevölkerung. Auch in Afrika findet im nächsten Monat BRICS-Staaten-Gipfel statt. Und interessant ist auch, wie Afrika sich positioniert oder Südafrika. Putin kommt zwar nicht, das habe ich letzte Woche darüber gesprochen, aber es kommen 70 Staatschefs aus der ganzen Welt. 70, das ist schon enorm viel. Interessant ist, es kommt niemand aus dem Westen. Niemand aus dem Westen. Und wenn jemand spricht über Isolation, dann ist Westen isoliert von Rest der Welt. 70 Staatschefs, dazu kommen noch BRICS-Staaten. Ja, es ist wichtig, das zu merken, wie Westen isoliert ist. In Afrika will mit Westen niemand was zu tun haben, da Westen, das sind Kolonialmächte, und die verhalten sich bis heute nicht anders wie vorher. Natürlich im wirtschaftlichen Bereich, aber die Grundidee ist die gleiche wie vorher. Der russische Verteidigungsminister Shoigu ist nach Korea, Nordkorea gereist und hat sich natürlich mit auch Kim Jong-un getroffen. Die haben, so von Bildern man sehen kann, Langstreckenraketen von unbekannten Typs sogar angeschaut, Flugzeuge und so weiter. Und wahrscheinlich plant Russland auch in Nordkorea Waffen zu kaufen. Oder wird ein Gespräch über nordkoreanische Soldaten. Kim Jong-un hat vor kurzem angeboten, 1 Million nordkoreanische Soldaten Russland zur Verfügung zu stellen, damit die in der Ukraine helfen. 1 Million hat angeboten. Wir werden sehen, was von diesem Gespräch rauskommt. Ich habe berichtet, was russischer Präsident Wladimir Putin sagte. Er hat berichtet, dass am einen Tag Russland 15 Leoparden, 20 Bradleys und 24 und ganze Menge westliche Söldner und so weiter und andere Panzer zerstört hat. Die Frage natürlich ist, was ist passiert? Warum Russland so
plötzlich so in kürzester Zeit so erfolgreich ist gegen westliche Militärtechnik? Die Antwort ist jetzt bekannt, nämlich Russen benutzen seit kurzem eigene Drohne, eigene Entwicklung, und die nennt man Panzerkiller. Diese Drohne hatte zuerst Bezeichnung gehabt Produkt 53, später spricht man von Lancet-Drohne. Und diese Drohne ist wirklich kriegsentscheidend jetzt in dem Bereich, was sich in Ukraine abspielt. Es ist wirklich so gut und mit Präzision angreift, also dass es ist für ukrainische oder westliche Seite kaum möglich, diese Drohne abzuwehren. Und diese Drohne kann man auch gegen andere Drohnen einsetzen. Und das ist auch schon ja, so eine neue Entwicklung. Durch diese Drohne und russische Abwehrtechnik wurden im letzten Monat 10.000 ukrainische Drohnen abgewehrt. 10.000, da sieht man schon Dimension, in welche Dimension Westen Drohnen dort liefert. Aber ja, diese russische ist deutlich besser. Es rechnet man schon, dass 400 Abschüsse, also Panzer und gepanzerte Fahrzeuge, dieser Drohne man zuschreiben kann. Also das ist wirklich eine Wende in der Kriegsführung in der Ostukraine und Ukraine überhaupt. Und wie die Drohne aussieht, habe ich ein kurzes Video dazu. Оказалось, что оно даже эффективнее на расстояниях, будем говорить, ну, ближней зоны, то есть он намного эффективнее. Операторов ланцетов часто называют иксовунами из-за характерного расположения крыльев пилонов. У маленького дрона два одинаковых икса. А вот это изделие для чего? Это уже для более дальней, как бы, и боевой заряд здесь больше. То есть это для очень специальных задач и очень далеко. Создатель ланцетов – российский конструктор Александр Захаров. Это ему удалось наладить промышленное производство беспилотников, о которых сейчас говорят по всему миру. Украинцы, понимая, что сейчас прилетит, разбегаются в разные стороны, а российский беспилотник точно попадает в цель. Популярность ланцетов затмила пресловутый «Байрактар», который на Украине из-за российской системы ПВО оказался абсолютно бесполезным. Практически все турецкие беспилотники были сбиты в первый месяц военной операции. А ланцеты летают и каждый день поражают неприятельскую технику. Только в открытом доступе опубликовано около 400 подтвержденных поражений целей. Лучшей рекламы не придумать. Вот вы видите, как на этих кадрах ланцет уничтожает сразу две установки С-300. Ракеты уже находились в пусковых контейнерах, поэтому фейерверк получил. Aber auch die Ukraine hat Erfolge gemacht und erzielt. Die haben angewendet die britische Rakete Storm Shadow. Und die haben diese Raketenziele auf der Krim angegriffen. Und die haben vier Raketen geschickt auf die Ziele auf der Halbinsel. Drei haben Russen geschafft abzuwehren, aber vierte hat den Ziel erreicht. Es ging um militärische Fahrzeuge, russische oder Militärpark von Fahrzeugen in Krimort Novostepove. Und dort hat diese Rakete große Schäden verursacht. Also die andere Seite erzielt auch ab und zu auch einen Erfolg. Aber grundsätzlich ist berichtet von ukrainischen sinkenden Kriegsmoral, Kampfmoral in ukrainischen Truppen. Es gibt immer mehr Videos zu dem Thema, wie die Ukrainer sich ergeben. Also sieht man schon, dass vielleicht von Westen Militärtechnik geliefert wird, aber ja, Menschen fehlen, die da kämpfen sollten. In Russland findet gerade jetzt ein Afrika-Gipfel statt. Das ist der zweite Gipfel in Russland. Das sind fast 50 Länder dort vertreten, also 49 in Russland. Und erste solche Gipfel war 2019 in Sotschi, jetzt ist in St. Petersburg. Und ja,
diese Vertreter von 49 Staaten sind dort und sprechen über ja, Zusammenarbeit mit Russland, aber nicht nur mit Russland, sondern auch zwischen verschiedenen Staaten, afrikanischen. Also ein Versuch, Wirtschaft und soziale Standards in Afrika anzuheben. Der russische Präsident Putin sprach über Zehntausende Tonnen Getreide, die er Afrika kostenlos zur Verfügung stellen möchte. Ни одно из условий сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было. Ну хорошо, кто-то не хочет, чтобы Россия, как некоторые говорят, обогащалась и направляла деньги на военные цели. Но это же безвозмездная передача. Нет, не выпускают. Несмотря на все пустые разговоры о желании помочь беднейшим странам. С учетом упомянутых фактов, мы отказались от дальнейшего продления этой сделки. Уже говорил, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческое, так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам Африки. Тем более, что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай. Но, чтобы быть конкретным, добавлю, скажу, мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, в ближайшие 3-4 месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской республике, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям. Diese Geste von Putin ist damit verbunden, dass der Westen Russland vorgeworfen hat, dass Russland angeblich Getreideabkommen gekündigt hat, weil es sich so bereichern will oder Hunger in Afrika ja, beschleunigen will. Und Putin hat gezeigt, dass das eine Lüge ist, die im Westen verbreitet ist. Und dazu hat auch gesprochen, dass von Westen alles unternommen ist, um Armut in diesen afrikanischen Ländern zu verschärfen. Er sprach von 262.000 Tonnen Waren mit Düngemittel hauptsächlich, die in europäischen Häfen blockiert sind. Und die sind gehalten, obwohl gegen diese Mittel keine Sanktionen gibt. Aber trotzdem sind russische Schiffe in westlichen Häfen gehalten. Und so sieht die westliche Hilfe für Afrika einfach nicht liefern und dazu führen, dass da gerade Hungerkatastrophe ausbricht. Auch auf diesem Gipfel hat man bekannt gegeben, dass russische Agentur TASS auch in Afrika größere Reichweite bekommt. Mit Kenia, Uganda, Zimbabwe hat man Vereinbarung geschlossen, dass dort TASS eigene Agenturen eröffnet und auch sich beteiligt an Fernseh- und Radioproduktionen in diesen Ländern. Und es geht um Zusammenarbeit nicht nur mit diesen drei, sondern insgesamt mit 16 Ländern des Afrikas, wo da TASS, also russische Agentur, ja, Nachrichten jetzt gestalten wird. Das ist ein gewisser Schlag für westliche Agenturen, Reuters, AFP, AP, Associated France oder wie heißen die da, BBC und sowas. Ja, Russland wird dort die Informationshoheit ja, bringen. Und am Rande von diesem Treffen, Afrika-Treffen, kam raus, dass Prigozhin, der Chef von Wagner-Truppe, der angeblich Putsch gegen Putin gemacht hat, so erzählen die westlichen Länder, auch dort an diesem Gipfel zu sehen war. Er hat sich mit Vertretern von Zentralafrikanischen Republik getroffen. Also was für ein Zufall. Ja? Also alles bestätigt das, was ich gesagt habe. Auch Zentralafrikanische Republik, das war gerade der Stand, wo ich da gesagt habe, diese 6 Milliarden, was Vereinigte Staaten bezahlt haben, haben in diesem Land das transferiert, das Geld. Ja, und es kommt ein Steinchen dazu, um das Ganze noch einmal zu bestätigen.
Prigozhin auf so wichtigen Treffen, wo Putin da ist, ja, also ein Gegner Putin, das ist doch Unsinn, sowas zu behaupten. Und russischer Präsident Wladimir Putin hat eine historische Wahrheit ausgesprochen. Und diese historische Wahrheit gefällt Polen nicht. Nämlich, er hat an Stalins Geschenk an Polen erinnert. Und er hat gesagt, die westlichen Gebiete des heutigen Polens sind ein Geschenk Stalin an Polen. Haben das unsere Freunde in Warschau vergessen? Wir werden sie daran erinnern. Und das entspricht der Wahrheit. Stalin war derjenige, der auf Potsdamer Konferenz 1945 gedrängt hat und Druck gemacht hat, dass diese Gebiete an Polen gehen. Und das hat auch Westen, auch Vereinigte Staaten und Großbritannien auch zugestimmt. Also diese Gebiete hat Polen nicht selbst genommen, sondern gerade hauptsächlich von Stalin, von Sowjetunion bekommen. Also das gefällt natürlich Polen nicht. Die versuchen so in der Presse irgendwie dagegen zu kontern, aber können die nicht. Keine Argumente, sondern nur Floskeln, dass Stalin war Kriegsverbrecher, was hat das damit zu tun? Oder Wladimir Putin bedient sich wieder einer der Geschichtsrevisionismus. Na und wo sind die Fakten? Oder diese pseudohistorischen Argumente versuchen, den Kriegsverbrecher Stalin zu beschönigen und so weiter. So läuft das Motto in polnischen Medien. Nicht mit Fakten sich zu beschäftigen, sondern irgendwas anderes und zu protestieren. Aber es war so. Die westliche polnische Gebiete, ehemalige deutsche Ostgebiete, hat Stalin Polen geschenkt. Weiterhin Thema, was in letzten Tagen wir in Medien erleben, das ist wirklich so einmalig, gewisse Klimahysterie. Man versucht uns einzureden, dass in ganz Europa heiß ist ohne Ende, weil vielleicht 25, 30 Grad da in diesen Jahren Länder gibt, also südlichen Länder von Europa. Ich frage mich, warum 28 oder 30 Grad so ein Problem sein sollte, warum in diesem Jahr so kalt in diesen Ländern ist. Normalerweise ist es über 30. Ja? Aber man versucht uns einzureden, dass das irgendwelche Klimakatastrophe ist und so heiß ist. Und damit auch natürlich verbreitet man Informationen über Feuer, dass die brennen diese Länder, Griechenland, Kroatien, Tunesien, Türkei, Spanien, Portugal, Italien. Also da Brände in diesen Ländern ohne Ende sind, weil diese Brände natürlich dadurch entstanden sind, weil es so heiß ist. Warum in vorherigen Jahren, wo deutlich heißer war, haben wir diese Brände nicht so überall dort gehabt. Also das ist alles Propaganda, Lügen, anders kann man das nicht nennen. Und besonders Rhodos ist dargestellt, dass in Rhodos fast alles abgebrannt ist. Katastrophe, dass die Touristen aus Hotels flüchten müssen und hier zurückkommen müssen, ohne Koffer und so. Das ist alles so nur Propaganda, nur Panikmache in Mainstream-Medien. Und besonders Rhodos ist interessant, weil so viel darüber gesprochen wurde. Aus dem Grund zeige ich ein Video. Das Video hat ein Pilot aufgenommen bei der Landung auf Rhodos. Aber laut den Medien brennt ganz Rhodos. Wahnsinn. Der hure Scheiß, den ich erzähle. Also das erste stimmt überhaupt nicht, ja. Und zweitens muss man Frage stellen, wovon kommen diese Feuer? Es gibt ja Klimawandel oder Klimafeuer auf zwei Rädern zum Beispiel, wie diese Brände so entstehen.
Ja, aber die Brände entstehen nicht auf zwei Rädern, nicht nur. Es gibt Brände, die entstehen aus der Luft. Ja, es gibt Brände, die entstehen noch irgendwie anders. Ich vermute mit Laserwaffe. Ich habe hier ein Video aus Italien. Schauen Sie gerade den Anfang des Videos. Sie sehen deutlich, dass die Autobahn brennt. Und der Baum daneben nicht, sondern Autobahn. Wie ist denn das möglich? Wir haben mit Propaganda zu tun und Klimakatastrophe sollte uns näher gebracht werden, damit wir mit diesem ganzen Unsinn, was Grüne, Linke und sonstige Sozialisten uns unterjubeln wollen, dass wir damit einverstanden werden. Das ist der Grund. Es gibt sogar so weit, dass zum Beispiel auf dem Handy 18 Grad in Wien als mittlere Hitzewarnung angepriesen ist. 18 Grad. Es gibt Leute, die bei 18 Grad schon Heizung einschalten. Aber das ist mit der Hitzewarnung in Wien. Worüber die Medien nicht sagen, obwohl sie aus ganz Europa berichten, dass in Alpen schneit. Ja, also darüber berichten die nicht, dass in Alpen haben wir 30 cm Schnee bekommen. Es war in der Vergangenheit auch möglich, dass das passiert, aber gerade jetzt, wo angeblich diese ganze Hitze, über Alpen berichten die nicht. Über Schnee. Oder berichten die auch nicht, dass in Polen, in Tatra, auch Schnee gefallen ist, was im Sommer sehr selten vorkommt. Also in Polen auch Schnee. Und Polen liegt auch in Europa. Aber darüber wird nicht berichtet. Aber dazu ist berichtet von niedersächsischen Umweltminister Christian Mayer von der Grünen. Der behauptet, wenn wärmer wird als 24 Grad. 24 Grad, was ist denn das? Bei 24 Grad muss man so überlegen, ob das so schon warm ist, dass man baden kann. Ja? Aber bei ihm ist so heiß, dass das Wasser so knapp ist bei 24, dass er überlegt jetzt da Tomaten oder Erdbeeren züchten zu verbieten, weil sie viel Wasser brauchen und bei 24 Grad ist schon so heiß. Wir haben nur mit Leuten zu tun, die kompletten Schwachsinn erzählen. Anders kann man das nicht sagen. Noch aus Italien, Frau Meloni, die natürlich mit neuen Weltordnung zusammenarbeitet und umsetzen will, natürlich in Medien dargestellt als irgendwelche Rechtsradikale, hat jetzt angekündigt, dass sie Seidenstraßenvertrag mit China nicht verlängern will. Es geht um einen Vertrag, eine Straße zu bauen, also nicht nur in Italien, sondern weltweit Verbindungen zu bauen, dass man die Ware aus China nach Europa bringt und aus Europa nach China. Und natürlich die im Sinne des Westens agiert und hat gesagt, nee, da werden wir nicht bauen. Einzige, was in Italien noch normal ist, weil diese Regierung meiner Meinung nach macht alles so falsch, das ist da bei Schönheitswettbewerb in Italien, nur die Frauen tatsächlich auftreten dürfen. Männer haben dort nichts zu suchen. Das ist anders als in anderen Ländern der Europäischen Union. Da kann man sagen, in Italien wird man schönste Frau und tatsächlich weiß man schon, dass das eine Frau ist. Die grüne Sozial- und Gleichstellungsministerin in Schleswig-Holstein
Aminata Ture, auch von den Griechen natürlich, hat sich für Anerkennung weiblichen Genitalverstümmelung als Asylgrund ausgesprochen in Deutschland. Sie will, dass die Frauen, die verstümmelt sind, Asyl bekommen. Und das ist laut UNO, ach, schlappe 200 Millionen Frauen in Afrika. Also das können wir locker aufnehmen. Das ist also wie alles von Grünen. Letzte Woche fand in Berlin sogenannte Christoph Street Day. Und Veranstalten sprechen von erwarteten 500.000 Teilnehmer. Ich bestreite, dass so viele waren. Natürlich konnte ich im Mainstream nirgendwo finden, wie viele tatsächlich waren. Nur erwarteten 500.000 waren denn da. Und wie die ZDF schreibt, wir sind hier nicht zum Spaß. Vielfalt ist unsere Stärke. Ja, Vielfalt ist unsere Stärke. Wie diese Vielfalt ausgesehen hat, habe ich hier auf einem Bild. Die nackten Männer haben sich in Regenbogenfarben gemalt und sind auf der Straße marschiert. So sieht diese bunte Vielfalt in der Bundesrepublik Deutschland aus. So sehen die westlichen Werte auch und so sind präsentiert. Anwesenheit der Kinder war nicht verhindert und nicht untersagt. So läuft in Deutschland auf der Straße, so ist das alles möglich, so ist das erlaubt. Ich weiß, dass wir noch Strafgesetzbuch haben in der Bundesrepublik Deutschland und dort sind exhibitionistische Handlungen unter Strafe gestellt. Und es steht, ein Mann, der eine andere Person durch eine exhibitionistische Handlung belästigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zum einen Jahr oder Geldstrafe bestraft. Aber interessant ist Punkt 2. Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Wenn kein Antrag, keine Ermittlung, keine Strafe. Also wenn jemand von Ihnen sich belästigt fühlt durch Männer, die nackt durch die Straße in Berlin laufen, dann kann dieser Antrag stellen, jeder kann Antrag stellen, sogar online kann man stellen, weil die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Noch zu diesem Thema. Es geht um Herrn Kellermann, der biologisch ein Mann ist, aber ja, behauptet eine Frau zu sein. Und der ist so demokratisch, weil er sich so demokratisch geäußert hat. Er hat geschrieben, wir müssen unsere Demokratie auch mit undemokratischen Mitteln gegen ihre Feinde verteidigen, weil sie es wert ist. Ende des Zitats. Demokratie mit undemokratischen Mitteln. Was für eine Demokratie ist das? Das ist eine Diktatur, nichts anderes. Ja, das kommt von solchen Menschen, die angeblich für Vielfalt, Demokratie und Toleranz stehen. Weitere Geschichte, das ist die evangelische St. Egidienkirche in Sebald. Und diese Kirche hat eine Ausstellung zum schwulen Pornos gemacht. Und schwulen Sex, schwule Männer ausgestellt in der Kirche. Das, was da gemacht haben, das ist normalerweise in der Kirche, nennt man das Blasphemie. Was da passiert ist und nicht ohne Grund, haben die Menschen protestiert, was soll denn das? Ja? Und das führte doch dazu, dass nach 5 Tagen die Kirche diese Ausstellung schließen müsste. Aber Sie wissen, auf welche Seite Kirchen stehen? Nicht auf unserer Seite, auf gar keinen Fall. Die Heinrich-Böll-Stiftung, das ist eine Stiftung der Grünen. Und diese Stiftung hat jetzt einen Artikel veröffentlicht über Marktwirtschaft in Ernährungswesen. Das heißt, es geht um Abkehr von Marktwirtschaft in Ernährungswesen. Und sie wollen so ein Problem irgendwie anders regeln.
und sie wollen eine radikale Kurskorrektur und die Konzerne und Marktwirtschaft sollte nicht Ernährungswirtschaft regeln. Wir haben schon so einmal so eine Revolution im Ernährungswesen gehabt, das war während Kulturrevolution in China, dann sind 50 Millionen Menschen gestorben. Und das ist alles so rot-grüne Ideen, das waren Kommunisten auch rot. Also das ist das Gleiche und das kommt von dieser gleichen Ecke. Also die planen irgendwelche Revolution in Ernährungswirtschaft. Das wird bedeuten, dass uns Hunger droht, weil die Grünen irgendwas dort machen wollen. Irgendwelche neue Ideen. Und es gibt nicht neue Ideen, es gibt nur falsche Ideen. Noch zu Thema AfD. AfD ist in Umfragen in Stimmungshoch und das hat Herr Merz, der Vorsitzende der CDU, dazu veranlasst, in einem Sommerinterview dazu zu sagen, dass eine Zusammenarbeit mit AfD auf der kommunalen Ebene möglich ist. Natürlich, er will auch Zusammenarbeit mit AfD, damit CDU in der Regierung bleibt. Und natürlich wurde kräftig attackiert von allen Seiten, so dass er am Ende zurückrudern musste und das relativieren, dass das, es geht um Kleinigkeiten und irgendwie, nein, er ist gegen Zusammenarbeit, obwohl ein paar Tage vorher dafür war. Aber es gibt positive Nachricht, habe ich auch eine zum Schluss, eine positive Nachricht aus Österreich, diesmal aus Österreich. Und in Österreich gibt es sogenannte jüdische Kultur Erbegesetz und auf diesen jüdischen Kulturerbegesetz ist gestützt die Hilfe, welche jüdische Organisation in Österreich bekommt. Und die haben im Jahre 2021 wurde beschlossen, dass sie jährlich 4 Millionen Euro bekommen. Aber das war so lange her, das war 2021. Und jetzt hat man sich zusammengesetzt und festgestellt, 4 Millionen ist wenig, wir haben Inflation doch. Dann erhöhen, dass wir auf 7 Millionen, das ist schon 80% ungefähr, das ist schon eine richtige Erhöhung. Wir haben Inflation, das ist doch verständlich. Ja, also das jüdische Kulturerbegesetz hat jetzt aufgrund dieses Gesetzes bekommt das jüdische Leben in Österreich deutlich mehr Geld. Also da kann man sich wirklich freuen. Und noch einmal über meine Seminare. Info, am 12.8. bin ich in Schleswig, am 13.8. in Walsrode. Und dann zwei Wochen später, am 26.8. in Krisen, in der Schweiz, in St. Gallen. Und am 27. auch in der Schweiz, in Rheinfelden, das ist in Baden. Und drei Themen, Bild in Farbsymbolen, Medien, Geschichte des Geldsystems und vergessene und verdrängte Heimat und Methoden. Sie können sich anmelden, Info bekommen, schicken Sie bitte eine Mail an kaitag-kongress@web.de. Das war's für heute und wie immer bedanke ich bei allen, die meinen Kanal unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür und ich bitte weiter um die Unterstützung. Sonst wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Nutzen Sie die Sommerzeit. Vielleicht wird wärmer, dass man da so draußen auch baden kann. Ja, vielleicht wird so 28 Grad, 30 Grad. In den letzten Tagen war ein bisschen schon nicht so davon zu sehen, aber vielleicht kommt wieder. Und nutzen Sie auch bitte die Sonne. Mit der Sonne ist Vitamin D3-Produktion angekurbelt und D3 ist sehr wichtig für den Körper. Also gehen Sie auf die Sonne. Und sonst wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie können meine Videos auf unterschiedlichen Videoplattformen finden. Die Auflistung der Plattformen bekommen Sie unter der Adresse kaitag.de. Sie können dort meine Kanäle, einzelne Videos und die Links zu den Themen in den Videos finden.